So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Honkai Star Rail für die PlayStation 5, wo wir dann nun jetzt das 1-Million-Abo-Special von GUINAI-Fan jetzt, sag mal, in Angriff nehmen werden. Unser letztes Abenteuer hier auf der Jianshu Lufo. Hallo euch allen im Chat. Was? Aufgepasst, ich habe euch was mitzuteilen. Schon wieder? Nee, ich glaube, so geht das nicht. Etwas Wichtiges muss gedreht werden beim erhabenen Heiligtum. Ach, sag es ihnen einfach hier und jetzt. Nein, hast du denn keinen Sinn dafür, das Außergewöhnliche im Leben zu feiern? Es sieht aus, als gäbe es gute Neuigkeiten. Lass uns gehen. Okay, los geht's. Wir sehen uns im erhabenen Heiligtum. Tja, goldene Plakette. Was kriegen wir dafür denn? Oh, ja, wir kriegen eine neue CD. Wir kriegen ein bisschen. Naja, eine goldene Plakette kriegen wir sowieso. Und noch ein paar Kleinigkeiten. Und dann höchstwahrscheinlich werden wir GUINAI-Fan dann sowieso auch. Höchstwahrscheinlich. Ich gehe davon aus. Auch. Auf den Trailblazer, also auf den Astral Express, dann einladen können. Eine neue Besucherin wäre damit schon fast da. Don't worry, Mr. Svarog. We'll be safe here. Ich werde mich kurz halten. Ein Meckerkran, ich hatte uns soeben ein Paket gebracht. Und drin war noch eine silberne Plakette. Die würden doch nicht noch eins davon rausschicken, oder? Nein, es ist eine GULD goldene Plakette für das Erreichen von 1 Million Abonnenten. Die legendäre goldene Plakette. Sie muss sehr wertvoll sein. Soviel ich weiß, gibt es keine höhere Auszeichnung. Also ja, sie ist tatsächlich etwas sehr Wertvolles. Vielen Dank an alle, die uns geholfen haben, unsere silberne Plakette zu bekommen. Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen. Doch jetzt haben wir schon die 1-Million-Marke erreicht und natürlich haben wir auch das nur eurer Unterstützung zu verdanken. Diesen Erfolg werden wir mit Essen und Trinken gebührend feiern müssen. Aber was meiner Meinung nach wichtiger ist, ist, dass wir anerkennen, wie selten es vorkommt, dass so ein tolles Team zusammenkommt und wie gut unsere Arbeit ist. Ich denke, das sollten wir zumindest irgendwie festhalten. Wie beispielsweise mit einem feierlichen Livestream oder so. Was meint ihr? Tja, ich bin für alles zu haben. Entscheide du. Keine Sorge, genau auf diesen Moment habe ich gewartet. Ich würde gerne jeden Ort, an den ich gevloggt habe, noch einmal besuchen. Aber mit euch zusammen. Dann werde ich dieses Videomaterial in die alten Streams einbauen. Ich glaube, es könnte recht interessant werden und auch zu einer schönen Erinnerung werden. Das mit dem Einbauen verstehe ich nicht ganz so, aber ich bin dabei. Eine schöne Idee. Ich fand es wirklich toll, euch alle näher kennenzulernen. Tatsächlich befinden wir uns gerade an einem dieser Orte. Hier habe ich meine Streaming-Karriere gestartet. Hier kenne ich jeden Straßenschein persönlich. Kein Wunder, als du damals hier kamst, hast du sie immer wieder aus der Erde geholt und sie Leuten auf der Brust gehauen. Natürlich kennst du sie dann ganz genau. Deine Straßenvorführungen waren unglaublich. Das ist alles lange her. Damals habe ich dich zum ersten Mal getroffen. Die Zeit fliegt. Kommt, lass uns hier ein Teamfoto machen. Phantomat, könntest du es für uns machen? Natürlich. Tree remained dead for thousands of years, and it figured. Gott. Als ist sie auch um Allee dran. Dort habe ich in jedem einzigen Geschäft Ladenvorführung gevloggt. Damals hatten wir zwar noch ein kleines reguläres Publikum, aber das ist immer noch besser als gar keins. Okay, nächster Halt, auch um Allee. Könnte theoretisch wirklich schneller zu Ende sein als erwartet. Das Ganze jetzt hier. Erinnerst du dich noch an diesen Laden? Damals haben wir hier eine Ladenführung gedreht und der Boss war ganz aus dem Häuschen. Ich war noch nicht dabei gewesen. Oh, stimmt, wir haben diese scharf gewürzten Keulen gegessen und ich habe fast geweint. Lass uns das nächste Mal Phantom Heart mitnehmen. Dann sehen wir, ob die Phantom Heart auch zum Wein bringen. Die auch im Erleben mag ich wirklich sehr. Hier habe ich auch von Phantom Heart und Shang Tsangs Legende erfahren. Das war zum Brüllen. Okay, dann Zeit für ein weiteres Foto. Oh, nö. Gehe zum Aurelie und warte auf. Mal sehen, wie jetzt.
Was sind denn jetzt hier bitte schon die Anforderungen? Wende den Funktionsbutton unten, um ein Bild mit der Kamera aufzunehmen. Ja? Das etwa? Als nächstes werden wir zum Fuchshängarten gehen und ich glaube, jeder hier weiß auch wieso. Los geht's. Mhm. Tja, meinetwegen. Unsere letzte Station ist der Fuchshängarten. Hier waren wir alle schon mal. Obwohl wir Angst vor den Schrecken dieses Ortes hatten, war es hier, wo meine Vlogging-Karriere wirklich an Fahrt gewann. Stimmt, obwohl ich immer einen halben Herzinfarkt bekomme. Wenn wir aber zusammenbleiben, brauchen wir vor nichts Angst zu haben. Aber reden wir nicht lange um den heißen Brei. Du hast uns eine schöne Überraschung versprochen. Keine Sorge, es kriegt ihr ja noch früh genug zu hören. Dieser Ort ist in meinen Augen ein perfekter Ort für Erinnerung. Wie wäre es mit einem Teamfoto? Ja, ich mache das Foto. Du musst aber auch auf dem Foto sein. Tja, wie geht das? Ah, so. Gut, das Gruppenfoto wäre damit auch geschafft. Ich habe euch doch eine schöne Überraschung versprochen, nicht wahr? Lasst mich ihn mal herrufen. Tada! Ich bin immer noch der Meinung, dass wir etwas mehr bieten müssen, als einfach nur alte Vlog-Orte zu besuchen und die Videos zu überarbeiten. Wir kämpfen jetzt schon so lange an Seite an Seite und ein paar Fans aus den Livestreams haben mich nach euch gefragt. Und es ist ja auch nur dank der Unterstützung dieser Fans, dass wir es heute soweit geschafft haben. Da habe ich mir folgendes überlegt, um meinen Erhalt der goldenen Plakette und unsere Freundschaft zu feiern, werde ich ein Fan-Treffen veranstalten und ich werde heute die goldene Plakette mitnehmen, um all unsere Erinnerungen mit allen zu teilen. Die jungen Leute haben wirklich sehr viel Energie. Hm. Die kleine Gui versteht es einfach und sie ist so süß. Ich habe das Gefühl, dass ich ihr näher bin als dieser Decke. Aha. Tja, Fan-Treffen. Hm. Du solltest dich mehr mit den Fans austauschen. Das sind die Früchte unserer gemeinsamen Arbeit. Ich genieße nur das Ambiente und wollte bald wieder gehen. Ich verstehe, aber ich muss dir was sagen. Seit ich nach Jianzhou gekommen bin, habe ich alles mögliche probiert. Akrobatik, Ladenbesuche, Stream und Geisterfang mit unserem Geisterjägertrupp. Ich kann mich wirklich glücklich schätzen, besonders mit dem Meilenstein, den dieses Konto erreicht hat. Früher hätte ich mir so etwas niemals erträumen lassen. Rückblickend hätten wir dieses Konto eher Baseballer. Nein, das ist nicht. Du hast ein angeborenes Charisma, das dich beliebt macht. Ich gebe zu, dass ich schon vorher Fans hatte, aber das haben wir auch alles euch zu verdanken. Dieses Konto mag zwar kleine Gui Guinevere heißen, aber es gehört nicht nur mir allein. Kleine Gui Guinevere schultert die Erwartung von vielen, vielen Leuten. Es ist schon lange nicht mehr nur eine einzige Person. Ich kann nicht immer der sonnige Wonneproppen sein, den kleine Gui Guinevere verkörpert. Ich kann auch nicht immer die scharfsinnige, witzige Gui sein, die von so vielen Leuten geliebt wird. Ich hätte es allein nicht geschafft. Es war nur durch die gemeinsame Hilfe von dir, dem Geistjäger-Trupp und den Fans möglich. Deshalb möchte ich nochmal um etwas bitten. Und zwar das Foto von uns allen auf LuUFO Paranormal zu posten. Ja, lass mich das posten. Keiner postet besser als ich. Erinnerung an diesen wunderschönen Tag. Eine wirklich unvergessliche Nacht, oder? Ich will noch was bleiben. Aber lass mich zum Abschluss noch eines sagen. Danke, Phantom Heart. Ja, das war jetzt eigentlich wirklich der Epilog des Ganzen gewesen.
So, der Geisterjäger-Trupp hat alle Aufgaben erfüllt. Entflohene Heliobi einfangen und Influencer mit über 1 Million Fans werden. Der Geisterjäger-Trupp hat es geschafft. Tja. Wunderbar, aber wir haben jetzt, sagt doch sowieso auch alles abgeschlossen. Der Abo-Plan ist, sagt, beendet. Da haben wir jetzt nichts mehr. So, und ich denke, sag mal, wir machen doch nochmal einen kleinen Abstecher. Warte mal, was ist das hier? Zelten im Schnee? Schließe die Mission Yussis clevere Dekor sowie Etappe 2 einer beliebten Saison von reine Fiktion ab, um die Figur Lynx zu halten. Ah, okay. Feste Täuschung. Okay, ich würde eigentlich damit zuvor mal beginnen. Eine kleine Sache in diesem Part also noch. So, Fernando, vor kurzem habe ich von einem eifrigen Zuhörer ein Haustier, eine lustige kleine Kreatur geschenkt bekommen. Ich dachte, du bist vielleicht interessiert, ich kann dich zum Geschichtenerzählen mitnehmen. Deshalb liege ich es im Freizeitbuchladen, der mir gehört. Wenn du Interesse hast, kannst du im Freizeitbuchladen vorbeikommen, um es dir anzuschauen. Ich glaube, du wirst es mögen. Ein Haustier? Ich liebe kleine Tiere. Schau es mir gleich an. Hey, dieses Tier hast du mit Sicherheit noch nie gesehen. Es ist wirklich faszinierend. Yussis cleveres Dekor. Tja, diese Kleinigkeit werden wir dann, jetzt nochmal in Angriff nehmen. Denn jetzt eigentlich mit einer Story zu beginnen, wäre, glaube ich, ein bisschen unpraktisch jetzt, finde ich. So, und das ist jetzt, dieser mysteriöse Vogel? Diese armen Galaxy Ranger erkannten bis zu ihrem letzten Atemzug nicht, dass die Person die Inkarnation von Nanook der Zerstörung war. Hier endet unsere Geschichte. Bist du auch hier, um dir eine Geschichte anzuhören, Namenloser? Kennst du mich etwa? Ob ich dich kenne, ein Relikt der Sterne, ein Fragment der Sprache, ein vereinzelter Zweig des Schicksals, das einsame Satzzeichen eines Gedichts. Ja, ich kenne dich. Ich hätte nicht gedacht, dass dich das überrascht. Redest du einfach mit ihm? Jo. Als Yinshu dich mit dem Vogel plaudern hat, kommt sie hinter der Theke vor und rennt zu dir herüber. Kannst du, sagt, sein, dass man ihn normalerweise nicht hört? Wie kannst du mit ihm reden? Habe ich was falsch gemacht? Entschuldige, ich habe mich nur erschreckt. Keine Sorge, du hast nichts falsch gemacht. Zumindest glaube ich, dass du nichts falsch gemacht hast. Herr Cian hat diesen Vogel schon vor ein paar Tagen hergebracht, aber heute habe ich ihn zum ersten Mal mit einem Menschen reden hören. Aber ich habe gehört, wie er ein paar Kindern eine Geschichte erzählt hat. Er heißt Yussi und er erzählt zwar schon Geschichten, aber er hat sich noch nie zuvor mit einem Menschen unterhalten. Er hat solche Angst vor Menschen, dass er Herrn Cian anfangs nicht aus den Augen gelassen hat. Sobald er gegangen ist, ging das Gekreische los. Er scheint sich langsam das Leben als lebendiges Aushängeschild des Freizeitbuchladens zu gewöhnen. Aber ich muss sein Käfig immer noch abgedeckt lassen, weil er sonst wie am Spieß schreit. Inzwischen plappt er einfach Geschichten vor sich hin, wenn er von Leuten umgeben ist. Aber wenn er allein ist, frisst er, schläft er und macht er sein Geschäft wie jeder andere Vogel auch. Aber das ist das erste Mal, dass ich ihn ein richtiges Gespräch mit jemandem führen sehe. Yussi, hast du dich denn gerade mit Phantom Heart unterhalten? Yussi, wie lange kümmere ich mich jetzt schon um dich? Komm schon, sag doch was! Ach, dieser dumme Vogel, er frustriert mich einfach! Soll ich dir eine Geschichte erzählen, Phantom Heart? Er redet wirklich nur mit dir. Verstehst du die Sprache der Vögel oder bist du wirklich etwas Besonderes? Dieser Vogel scheint dich jedenfalls zu bevorzugen. Lass mich dir eine Geschichte erzählen, Phantom Heart. Ja, gerne. Diese Geschichte ist ziemlich heftig. Yussis Stimme schwebt durch die Luft wie ein im leichten Regen wehendes Seidenkleid. Aber in dem Moment, als die Geschichte beginnt, versinkst du in einem Nebel. Wie als wärst du in einen erbitterten Kampf verwickelt worden. Okay, reine Fiktion. Reine Fiktion ist eine Reihe von hochschwierigen Herausforderungsetappen, die regelmäßig aktualisiert werden. In diesem Spielmodus werden Gegner ununterbrochen erscheinen. Füge ihnen Schaden zu oder besiege sie, um Punkte zu halten. Sobald du reine Fiktion gemeistert und genug Punkte gesammelt hast, erhältst du Geschichtssterne und Geschichtsbelohnung. Gut. Aktualisiert. Yussis wandernde Worte. Jede Saison wird mit einzigartigen, seltsamen Anekdoten aktualisiert und während des Kampfes gibt es verschiedene Etappeneffekte. Wenn verbündete Gegner mit dem Ultimate angreifen, werden diese mit bis zu 6 Stapelungen Sprengung belegt. Zu Beginn der Runde des Ziels oder wenn das Ziel besiegt wird, erleidet es sowie angrenzende Einheiten eine bestimmte Menge an Schaden basierend auf der Anzahl der Stapelungen. Jede Saison bietet außerdem eine Reihe von Effekten in dummes Gerede, während ein Wähler einen aus, bevor der Kampf beginnt, um einen Buff zu halten.
Tja, Auswurf. Wenn verbündete Gegner mit dem Ultimate angreifen, werden diese zusätzlich mit einer Stapelung Sprengen belegt. Wenn Gegner einen Kampf betreten, besteht eine Chance von 80%, dass sie sofort eine Stapelung Sprengung erhalten. Wenn mit Sprengung belegte Gegner besiegt werden, wird der Ultimate-Schaden aller 5. Ach, wisst ihr was? Wir nehmen die Aufregung. Okay, wir können bis aus hier nichts nehmen. Wähle bitte eine Geschichte aus und starte die Herausforderung. Okay. Ja. Jede Saison wird mit einzigartigen seltsamen Anekdoten aktualisiert und während des Kampfes gibt es verschiedene Etappeneffekte. Okay, wähle 4 Figuren für dein Team. Geh zu dummes Gerät und stell passende Buffs zu deinem Team zusammen. Achso, R3. Dummes Gerät bietet einen Kampfpass, wähle einen aus, um den Kampf einzusetzen. Nehmen wir den Riss. Okay, die zweite Hälfte. Machen wir dann so. Und nehmen wir dann einen Ausbruch und beginnen wir die Geschichte. So, fünf Wünde Gegner mit ihren Ultimates angreifen. Okay, Riss haben wir ja schon gelesen. Speed, not haste. This will strengthen our position. Okay, das müsste doch eher sehr gut machbar sein. Alle Kämpfe in reiner Fiktion haben ein Rundenlimit und die Kämpfe enden, wenn die Aktionsrunden enden oder alle Gegner besiegt sind. Bis zum Ende des Kampfes werden die Gegner kontinuierlich aufgefüllt. Sobald sie besiegt sind, wenn du mehr Gegner besiegst, bekommst du höhere Punktzahlen. Die verbleibende Runde dieses Kampfes werden als Countdown auf der Aktionsreihenfolge auf der linken Seite angezeigt. Wenn du einen Gegner Schaden zufügst, bevor die Runden ablaufen oder alle Gegner besiegt sind, erhältst du Punkte. Die aktuelle Kampfwelle und die Anzahl der in dieser Kampfwelle besiegten Gegner werden im Kampf angezeigt. Gut. Der endgültige Punktzahl wird anhand der Gesamtpunktzahl in den Kämpfen von Knotenpunkt 1 und 2 berechnet. Gut, gut. Spirit never dies. The truth of life and death reveals the sanctuary is but a vision. Break! Wir hätten vielleicht eine kleine Änderung hier vornehmen müssen. Fällt mir gerade auf. Annihilate. Okay, wir hätten vielleicht eine klitzekleine Änderung hier bei der ganzen Sache vornehmen müssen. Thank you, Comrade. Hide. Protect everyone. Help me, Mr. Spark.
Okay, wie viele Runden haben wir noch? 2. Ach, das gefällt mir jetzt eigentlich wirklich nicht gerade so besonders. Stay the course. Annihilate. No interest in conflict. The truth of life is sanctuary. Is but a vision. Break! Bleeding. Stay back, Clara. Fighting is meaningless. Stay back, Clara. I'm not afraid. Hide. No interest in conflict. As easy as that. So ganz optimal ist das jetzt hier wirklich nicht, was wir hier fabrizierten. Annihilate. The truth of life and death. Reveal the sanctuary. Is but a vision. Break! Naja, das war jetzt sagt totaler Mist. Shift the balance. 100% grip. Das sind viel zu wenig Punkte, die wir jetzt hier erreichen können. Help me improve. Strike with heart. Huh. Time for a pun. Naughty child. Now. A blade knows no mercy. The fight is set. Too little. Fail to set you. Savor it for me. Okay, das Ganze sieht schon ein bisschen besser aus, aber... Unnecessary. This combat me. This is double speed. Too little to fail to send you. Jetzt sagst du so nicht mal ansatzweise so, wie ich es mir das Ganze vorstellen könnte. The paradise may be unreachable. Savor it for me. How many can you block? Strike with heart. Time for a fun. That'll be nap time. You took the bait. Time for a fun. That hurt. I failed to send you. Blade and fly. You took the bait. Time for a fun. How many can you block? This combat needs. This is double speed. Practice is over. Swords descend. Now.
You impede me. Your end approaches. That paradise saved. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt mehr Punkte als zuvor erlangt. Aber das war nicht genug. Nicht mal ansatzweise, das müssen wir jetzt noch mal besser hinkriegen. Und schließlich war Phantom Heart siegreich. Seine Heldentaten werden wieder einmal im ganzen Kosmos bekannt. Hier endet unsere Geschichte. Warum hat sich das gerade wie ein echter Kampf angefühlt? Ah, das ist nichts Ungewöhnliches. Man sieht schon an seinem Käfig, dass das kein normaler Vogel ist. Wenn man sich eines seiner Geschichten anhört, bekommt man irgendwie das Gefühl, dass diese Geschichte wirklich passiert ist. Ist sie denn wirklich passiert? Ist sie nicht, oder? Justus' Geschichten klingen alle etwas schräg und nicht unbedingt so, als hätten sie sich wirklich ereignen können. Hat dir die Geschichte gefallen, Phantom Heart? Er redet schon wieder mit dir. Ist Yin Shu da? Ich würde gerne ein Buch kaufen. Ein Kunde, schon gut. Nimm dir ruhig Zeit, Yusi, besser kennenzulernen. Mich ruft die Arbeit. Okay, dann will ich ihr jetzt nochmal was ausprobieren. Ich könnte dir noch einer viele Geschichten erzählen, Phantom Heart. Warum gerade mir? Wenn der gesamte Kosmos ein Planet wäre, wärst du sein größter Mond und deine Legende würde die Gezeiten jedes einzelnen Meeres antreiben. Wenn du dir meine Geschichten anhörst, wirst du dafür belohnt werden. Greif jetzt in deine Tasche. Du greifst in deine Tasche und ertastest etwas Seltsames. Das ist sehr wertvoll. Nur zwei Dinge existieren, um genannt zu werden. Der Dichter und sein Leitmotiv. Ich finde, wir haben uns jetzt lange genug unterhalten. Ich bin nicht besonders gut darin. Schau jederzeit wieder bei mir vorbei, wenn du noch eine Geschichte hören willst. Ich habe eine Menge Geschichten zu erzählen. Tja, und ich habe hier noch einiges eigentlich zu absolvieren. So, noch einmal diese Geschichte. Okay, ändern wir jetzt... Okay, das war der falsche jetzt. Okay, ändern wir mal, sagt die Reihenfolge. Wir brauchen jetzt also keine Heilerin im Team. Das ist unnötig. Clara ist jetzt leider ist auch nicht ganz vonnöten. Dann machen wir es mal so. R3. Wenn du mit Spreng besiegt, gibt man... Nein... So, machen wir das. Runde 2 noch. Obwohl, Runde 2 war eigentlich in Ordnung im Großen und Ganzen. Starten wir jetzt mal so die Geschichte. Ich glaube, dass da könnten wir jetzt auf jeden Fall mehr kriegen. Good, the stronger the better. You won't get away. You won't get away. Okay, wir haben nur mal wieder nicht ganz aufgepasst. Mit dem mittleren Gegner. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. The truth of life in this sanctuary is but a vision. Break! Spirit never dies. I have something for you. Huh.
no interest in conflict. You won't get away. More business, eh? To the clouds! Okay, vielleicht hätten wir doch eher Clara hier in diesen Kampf reinnehmen sollen. I have something for you. We're just having fun. Stay the course. You won't get away. The truth of life and death, revealed in an instant. The sanctuary is but a vision. Break! Perhaps you still don't understand. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Fighting is meaningless. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra! You won't get away. More business, eh? Naja, wir haben so auf jeden Fall schon mehr Punkte erzielt. Ready when you are. Shift the balance. 100% break. Also einen Stern kriegen wir jetzt auf jeden Fall, aber das ist immer noch nicht ganz richtig. Was war jetzt eigentlich hier noch? Das ist so mehr geredet. Verbünde Gegner mit den Alten angreifen, wird zu Einstapelung Sprengung belegt. Das ist jetzt der Sack nicht gerade das, was wir jetzt hier bräuchten. Well timed. The fight is set. That paradise, savor it for me. Also theoretisch im Großen und Ganzen bräuchten wir jetzt überhaupt keine Heiler für diese Mission. More enemies. This combat needs This is double speed. Well timed. Time for a shot. Failed. Practice is over. Swords descend. Blade and flight. Time for a fun. Naughty chap. Nap time. A blade knows no mercy. That paradise, savor it for me. Strike with heart.
Time for a buzz. Failed to send you. Blade and flight! You impede me. This combat needs optimizing. Okay, auf alle Fälle haben wir jetzt mehr Punkte als bei der Mission davor. Can I have fun this time? Time for a buzz. I'm okay. How many can you block? Now. You impede me. Your end approaches. That paradise. Aber auf alle Fälle würde das eigentlich ja noch ein bisschen besser gehen. Wenn man es ja genau nimmt.